Die letzte Folge war mich sehr aufgeregt und sehr, wirr und quirlig. Da will ich mal ein bisschen dran arbeiten, ne, Freunde? Aber das war, weil ich halt so froh war und so glücklich über die 900 Abonnenten, die zusammengekommen sind. Und ja, so ist das dann. Da freut man sich halt so ein bisschen und freut sich und freut sich. Okay, wir machen jetzt hier so ein bisschen weiter. Ich würde hier ganz gern so einen gerissenen machen. Einen gerissenen Stein. Und hier unten vielleicht auch. Dass wir den nochmal rausnehmen. Pass auf. Hier so einen rissigen hinmachen. Da haben wir ja so ein paar von. Nicht viele, ne? Wir müssen also sehr sparsam mit sein, weil die findet man ja nur in den... Oh, ups. In den Dungeons. Beziehungsweise am Ende. Am Ende findet man immer diese Steine. Und die Spitzhacke, die wird uns jetzt begleiten, denn die ist echt genial. Warum habe ich die eigentlich so lange nicht benutzt? Ja, war da sehr sparsam. Ich glaube, die habe ich vor meiner Abreise nach Emeraldien habe ich die da reingepackt, ne? Weil guck mal, die hat hier Haltbarkeit 3, Glück 3, Effizienz 4. Boah, ne, sagt er jetzt erstmal. Und womit? Mit Recht auf jeden Fall. So, jetzt sieht das schon mal ein bisschen, ja, so ein bisschen schöner aus. Ein bisschen anders. Anders. So, jetzt müssen wir hier natürlich auch uns weiter hochbauen. Da können wir auch gerne diese Halbstufen nehmen. Kann man gerne nehmen. Und die wieder zusammenfügen. Allerdings braucht man da dann noch eine Leiter, ne? Wir brauchen noch eine Leiter. Wie hoch müssen wir denn überhaupt? Wir sollten das Ganze nicht zu groß werden lassen. Ja. So. Und hier dann das Dach drauf sozusagen. Moment. Hopp. Also wir werden noch ein bisschen Leiter brauchen, um uns hier weiter hochzubauen. Aber ich würde sagen, dass wir das dann hier schon so dicht machen mit Halbstufen, oder? Was meint ihr? Haben wir Halbstufen dabei? 5 Stück gerade mal. Damit können wir zumindest mal ausprobieren, wie es ausschaut. Und wie schaut's aus? Mal gucken, ob der Notenblock da noch geht. Oh Mist, wieder verstellt. Also jetzt, dann kann man die Notenblöcke sozusagen noch nachstellen. Nachstellbar. Und wir kommen nicht ganz so hoch mit unserem Turm. Ich will mal gucken, ob das jetzt noch funktioniert. Ob da noch ein Ton rauskommt. Das sehen wir eher optisch, als wir es akustisch hören. Ja. Okay, die müssen wir alle nochmal stimmen. Oh, ein kleiner Huster. Den schneide ich natürlich hinterher raus, ganz klar. Ne? Kennt er ja. Okay, das funktioniert also. Wir können jetzt also auf dieser Höhe können wir das machen. Dann hinunter nochmal. Und wir brauchen Leitern. Wir brauchen Leitern und noch welche von dem normalen Stein. Das machen wir natürlich so. Juhu, Patsch. Zum Einsatz. Ich fühle mich wie so ein richtiger Feuerwehrmann. Und da ist nur ein Seil drin. In der Sirene-Box. Okay, normaler Stein. Wir haben hier die Steinplatten. Die sollten reichen, 64. Und normalen Stein haben wir auch noch. Ganz, ganz viel. So viel brauchen wir gar nicht. Gott, dann können wir wieder hoch. Dann können wir wieder hoch. Und dann bauen wir jetzt den Turm fertig. Ist das nicht cool? Dann sind wir fast durch mit der ganzen Chose. Vielleicht noch in dieser Folge. Mal schauen. Und dann können wir uns wieder einem neuen Ding zuwenden. Und da möchte ich natürlich von euch jetzt nochmal hören, was ihr da gerne hättet. Ich hatte schon mal gefragt. Eine Leiter wollten wir bauen. Ah, la, 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 la. Eine Leiter. Aber jetzt machen wir erstmal dicht. Hier die ganze Technik wird jetzt erstmal abgedichtet. Man kann ja keine verschimmelten oder hier vermoosten Stufen machen. Das geht nicht. Aber gut, die sieht man von unten dann auch sowieso nicht. Hier oben wird das natürlich alles schön aus massiven Stein. Und dann können hier die Feuerwächter ihren Dienst aufnehmen. Und können hier über ganz Hunsgrab wachen von hier oben. Gut, dann können wir hier so rüber. Genau, das passt auch von der Höhe. Das heißt, dieser obere Stein, der kann wahrscheinlich wieder weg. Ja. Hier könnte man auch Glas reinsetzen, damit man die Technik noch ein bisschen im Auge behalten kann. Ja, könnte man. Ich guck mal, ich mache jetzt erstmal einmal hier so rum. Einmal. Also einen Eimer rum. Wir gehen jetzt hier erstmal einmal rum und dann schauen wir mal. Wir müssen noch ein paar Stellen uns lassen, wo wir an der Technik ein bisschen rumfummeln können. Aber da können wir auch dann zur Not die Platten wegkloppen. Ich denke mal, wenn das jetzt hier einmal ist, eingestellt ist, dann wird das auch immer funktionieren. Hupp, hier komme ich jetzt nicht hoch. Okay, muss ich mir eine Stufe hier hin machen. Das sollte aber trotzdem alles noch funktionieren. Wichtig ist halt, dass wir das Signal hier einschalten.
Und dass wir jetzt hier nicht mal hochkommen, ist klar. Ich gehe mal hier runter. Wir brauchen nämlich noch Leitern. Hatte ich extra gesagt. Wow, das war knapp. Muss ich sogar beim Pfeilen ein bisschen lenken. Ich hau mal die weg. Dann ist gleich Ruhe im Karton. So, jetzt ist Ruhe. Jetzt ist Ruhe. Ach, Gott sei Dank. Leitern, da haben wir noch welche. Okay. Und hinauf, hinauf wieder. Ist immer ein Auf und Nieder heute. Oh, ich kletter ganz auf der Kante. Das ist nicht gut. Ja, und es dauert auch ziemlich lange. Hier unten müssen wir dann einrichten, aber das machen wir dann wirklich mal bei einem Zeitsprung, den Rest hier einzurichten. Hier sollte man vielleicht Fackeln hinmachen. Zumindest so ganz sporadisch, um das Ganze so ein bisschen zu erhellen. Damit wir hier keine Monster-Spawner-Ecke haben. So, ein paar Fackeln hin. Das ist ganz gut, sollte auch ausreichen. Leitern hatten wir uns mitgenommen, damit können wir uns ganz nach oben bauen. Ja, zack. Und es wurde auch geschrieben, ich sollte doch... ja gut, die Feuerrotstange sollten wir vielleicht auch dann noch bis ganz oben bauen. Naja, gut, dann kann ich alles haben. So, das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall das so machen. So, und die Feuerrotstangen, die muss natürlich frei bleiben. Das heißt, wir werden hier immer so ein längliches Loch behalten. Ah, Mist. Mist. Hinfort mit euch. Die sammeln wir ein, wenn wir da auch wieder runtergehen, ne? Gut. So. Das machen wir alles dicht hier schön, damit da nichts anbrennt. Und dann haben wir eine richtig große Aussichtsplattform. Ja, hat doch nicht gereicht, wie? Eine richtig große Aussichtsplattform, wo wir über ganz Hunsgrab gucken können. Natürlich sollten wir hier noch irgendwie ein bisschen was hiervon machen. Also wir können hier eins hinsetzen, hier und hier. Was uns natürlich so ein bisschen die Sicht versperrt, oder? Wenn wir hier sowas machen? Naja, schauen wir mal. Vielleicht machen wir die Plattform auch noch einen höher. Okay, hier ein hin. Das sind so die Turmzinnen. Oh, Turmzinnen. Wieder ein Notenblock verstellt. Ja, naja, gut. Kann man nicht ändern, ne? So. Und so. Und so. Die Turmzinnen. Hier könnten wir so einen gerissenen drauf machen. Das müsste eigentlich passen, sogar von der Aufteilung. Unglaublich, ey, was hier los ist. Fast wie geplant. Das Ganze wirkt ein wenig so. Gerissen haben wir noch... Vier Stück, unglaublich. Ja, passt genau. Geht sich genau aus. Vier Stück. Ja, wir könnten das Ganze hier noch einen höher machen. Aber da würde ich erstmal gucken, wie das von unten aussieht. So. Wie das von unten aussieht. Wenn wir das jetzt hier noch einen komplett höher machen. Dann hätten wir die auch noch verborgen, ne? Hier die ganzen Dinger. Und dann könnte man nur von oben und von unten sehen. Huh, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Die Frage ist, reiße ich das jetzt alles raus? Nein, ne? Wir gucken erstmal von unten, wie sich das Ganze macht. Würde ich sagen, okay, hinunter mit uns. Dann können wir auch gleich noch Zäune mitnehmen. Hep. Und rutschen. Und wenn wir hier mal ausrutschen oder uns mal verlenken, dann sind wir aber richtig, ne? Ihr wisst schon. Ja, okay, wir brauchen auf jeden Fall noch die. Hätte ich es mal gleich mitgenommen, ne? Besser man macht sowas gleich. Den Moosigen werden wir wahrscheinlich erstmal nicht brauchen. Ja. Hier haben wir ja auch noch was drin, ne? Okay, jetzt geht's langsam ans Ende mit unseren Materialien hier. Aber noch nicht ganz. Also wir haben noch ein bisschen was haben wir noch. Okay, ich renne mal hier runter. Lalala, auf das Grab stellt man sich normalerweise nicht. Aber zu Ansichtszwecken. Ja, das sieht doch ganz schick aus. Ich muss echt mal von weiter weg gucken. Hier vielleicht vom Balkon von dem Süppelhuhn. Na, also da, wo es zu den Fremdenzimmern geht, mal aus. Dass wir da mal gucken, wie es aussieht. Müssen wir mal schauen. Guten Tag. Ja, ich überlege gerade schon wieder, wer das gewesen war. Ah, das ist auf jeden Fall Hermann und das ist August Pillemann. Das ist Hackebei, unser alter Pirat. Oh, guck mal. Gefällt euch das? Ah, ich finde, das sieht schon ganz cool aus. Jetzt natürlich ohne Signalfunktion gerade. Ja, doch, das hat schon was. Unser Turm der Feuerwächter
wird langsam fertig. Es wird schon wieder dunkel. Und das ist Ismail Rotterdam, genau. Und das ist, ja, Herzlinde. Das ist Harry. Und das ist ein eiserner Kerl. Okay, jetzt haben wir wieder mal ein paar Leute genannt. Zumindest hier von unseren Wächtern und Wachen und unseren Dorfbewohnern. Okay. Hinüber zum Turme. Und erstmal gepennt. Ja, Leute, ihr müsst mir unbedingt schreiben, wer hier noch Feuerwächter werden will und wer, ich kletter mal wieder hoch, Steine, das haben wir alles mit, Zäune. Wir brauchen noch ein paar Zäune. Neta-Zäuns, wo haben wir die? Hier, die nehmen wir auch noch mit. Brauchen wir sonst noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sieht alles ganz gut aus. Da unten könnte man noch ein bisschen was machen. Eventuell. Und dann gehen wir erstmal wieder hoch. Ja, weil die Feuerwächter, die Feuerhüter von Hunsgrab, die müssen natürlich einen richtig schönen Überblick haben über den ganzen Ort. Und dazu müsste das hier eigentlich alles noch ein... ja, super. Bin ich hier reingefallen. Dann können wir die Stufe gleich mitnehmen. Hier kann man runter, okay. Mal hier jetzt. Können wir da was hinbauen? Funktioniert das denn trotzdem noch? Ich hoffe. Dann kommen wir hier zumindest wieder raus. Dann könnte man hier nämlich auch eine Klappe hin machen. Dass man mal die Technik sich angucken kann. Das ist keine schlechte Idee. Ja, doch, das funktioniert, glaube ich. Okay, hier machen wir erstmal dicht. So, da müssen wir es ja eigentlich alles noch einen höher machen. Damit man da vernünftig rüber gucken kann. Oder, wir machen das so, dass wir es nur hier einen höher machen. Wisst ihr? Dass man da so eine Plattform hat. Ich schau mal, wie es aussieht. Man muss immer erst mal gucken, wie es aussieht. Ehe man dann das letztendlich dann auch so lässt. Tettet. Okay, so. Und so. Auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht ganz in der Mitte, weil hier haben wir nur einen frei. Aber die, jetzt muss sowieso alles belegt werden. Hier, die ganze Plattform muss belegt werden. So. Und, so, es ist hier so eine kleine Erhöhung, dass man da weiter gucken kann einfach. Hier fehlt auch noch eine Platte. Kommt natürlich noch rein. So, das wird alles noch ausgefüllt. Und dann hat man hier oben eine riesige Fläche. So. Guckste. Und dann kann man hier rüber gucken. Man kann natürlich auch ganz auf die Kante gehen. Aber ich würde sagen, komm her, wir machen das alles so. Ist besser. Dann machen wir hier Halbstufen hin. Ja, dann haben wir auch... das geht dann nur da, okay. Dann machen wir sie nur da, ist doch kein Thema. Und dazwischen halt nicht. Ich spiele gerade so ein bisschen hier mit den ganzen Möglichkeiten, die so eine Turmbau zu Babel ermöglicht. Und ja... jetzt reicht's mir. Ich renne nicht nochmal runter. Das könnt ihr voll vergessen. Ewig dies hoch und runter. Da baue ich mir lieber eine Kiste drauf. Hier, so, zack. Man kann hieraus keine bemusten. Das wäre eine normale. Das wäre ziemliche Verschwendung von Ressourcen. Und wenn die Stimme versagt, weil der Hals blau ist, rau ist, dann sollte man langsam die Folge beenden. So, okay. Das machen wir alles noch dicht. Das Signal lege ich dann auch noch rüber. Ja, das muss ich auch noch rüberlegen, ne? Uns fehlen immer noch welche. Unglaublich. Und da ist wieder das Lied vom Anfang. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Eigentlich. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Aber warte mal, wenn ich die jetzt sogar noch hier an reinsetze. Das sieht bestimmt noch besser aus. Moment. So, dann haben wir nämlich da das Bemooste. Passt auf. Wenn ich die jetzt nämlich noch an reinsetze. So und so. Dann kommt das, wirkt das von unten bestimmt noch schöner. Kann ich mir gut vorstellen. Oh, hier haben wir auch noch vergessen. Ja, ich weiß. Mach doch gleich mehr davon, Mensch, Junge. So. Und so. Und dann setzen wir die gleich rein. Ihr habt ja immer recht. Also manchmal, ne? Fast immer. Aber manchmal geht es sich auch aus, diesmal nicht. Kommt, weil ihr seid. Weil ihr seid, mache ich hier, ne?
So. 64. Zack. Dann sieht das nämlich so aus. Und dann könnte man hier jetzt noch so einen Kranz rumziehen. Na? So einen Kranz. Um das Ganze dann vollends hier zu verbauen. Ja. Und dann kann man als Feuerwächter nun wirklich weit gucken. Wenn man sich jetzt hier drauf stellt, man kann auch hier drauf gehen. Die müssen halt vorsichtig sein, ganz klarer Fall. Hier kommen dann noch Fackeln drauf, um das Ganze hier auch ständig zu erhellen. Ganz klarer Fall. Also hier müssen Fackeln drauf. So und so. Wir müssen das Ganze sowieso noch ein bisschen ausleuchten hier. Und dann können wir uns nochmal überlegen, ob wir hier irgendwie noch ein Dach drauf machen oder so. Ja, das können wir uns noch überlegen. Also, ne, der Turm der Feuerwächter ist sozusagen in den Grundzügen fertig. Hier muss noch eine Klappe drauf. Nein, wir haben Holz dabei, Mensch. Klasse. Ja, da so geht eine Trittplatte und so geht eine Platte. Also hier so eine, ne? Falltür. Falltür war das Wort. Hier machen wir eine Falltür drauf. Da müssen wir, glaube ich, kurz, wie sagt ihr mal so schön, sneaken. Sneaken. Also nicht kieken, sondern sneaken. Da, das geht so nicht. Okay. Dann nehmen wir die Werkbank halt wieder weg. Da kennen wir gar nichts. Ah, wartet mal. Wir haben doch jetzt eine Axt mit Glück. Da müssen wir gleich mal zu den Schwarzeichen hingehen. Quatsch. Du musst da wieder weg. Ja, hier müssen wir jetzt eine Falltür bauen können, ne? Ja. So, hier ist der Einstieg zur Technik. Zentrale sozusagen. Und hier kommt jetzt unser Zaun noch hoch. Also ihr seht, wir sind echt in den letzten Zügen. Also in den letzten Arbeiten hier an diesem Turm. Okay, warte mal. Ich kann da drauf springen. Passt mal auf. Hep. So. Und jetzt müsste ich das hier drauf bauen können. Kann ich nicht? Warum nicht? Doch, geht doch. Alles wunderbar. So. Und hier können wir jetzt noch so einen Fahnenmast draus machen. Der noch so ein bisschen höher ragt, wo man dann die Fahne der Feuerwächter dran hängt zum Beispiel oder so. Wir lassen das aber erstmal so. Ja, noch ein hoch. Da kann man sich halt hier an die Stange werfen und dann kann man da ins Wasser springen. So, habt ihr gesehen, das geht ganz schön schnell. Ganz schön schnell. Und jetzt gehen wir mal hier weg. Wir packen jetzt mal die Sachen weg, denn ich möchte etwas ausprobieren. Ich habe einen Plan und ein Plan ist, wie ihr wisst, ein Plan und ein Plan ist ein Plan, ein Plan. Wir müllen erstmal unseren ganzen Kram hier weg, was wir jetzt nicht mehr brauchen. Vorerst nicht mehr brauchen. Und wir haben nämlich hier eine Axt mit Glück, Mensch, da müssten wir doch vielleicht mehr von den Setzlingen rauskriegen, oder was meint ihr? Ich nehme mal ein Bett mit, falls es überraschend Nacht wird, die Angel können wir auch mal wieder einstecken. Und ja, dann machen wir uns mal auf den Weg, kommen wir hier irgendwie über den Zaun rüber, über die Mauer. Ich weiß, das ist nicht nett, wenn man hier rüber springt, aber hier ist auch eine Leiter für die älteren Herren. Na, das ist so von den lassen wir natürlich stehen hier, ne? Das ist unser erster Hunsgraber, die erste Hunsgraber Schwarzeiche. Aber die beiden hier, die könnten wir doch eigentlich wegballern. Das geht jetzt auch recht fix, weil Effizienz haben wir auch drauf. Und dann müssen wir sehen, dass wir die mal wieder reparieren, wenn das was bringt, mit dem Glück. So, okay. Ich würde aber sagen, wir müssen... Ja, passt mal auf. So, jetzt kloppen wir die mal ab. Wenn ich jetzt hier reinkloppe, kommen da Setzlinge raus? Nee. Nee, das bringt uns, glaube ich, nichts. Na gut, dann ist die doch nicht so toll, die Axt. Aber immerhin hat sie Effizienz. Na, die geht also recht fixe Sache. Damit können wir schnell was bauen. Wir hauen jetzt mal beide ab und gucken mal, wie viele Setzlinge wir rauskriegen. Und wenn nicht, dann müssen wir echt nochmal los und richtig Setzlinge farmen. Also den nächsten Schwarzeichenwald auf der Karte aufsuchen. Und da mal richtig Setzlinge... Oh, jetzt hoffe ich, kommen wir hier noch überall dran. Ja. Kommen wir. So, da sind schon mal zwei. Wir sind schon mal zwei. Sehr schön. Kann man hier schon mal hinsetzen. Hier, Leute, da muss aber mehr rauskommen, ne? Als zwei. Da oben sehe ich noch einen, das wäre der dritte. Also müssen mindestens vier. Sonst ist das blöd. Sonst finde ich das ganz dumm. Dann können wir hier nochmal an die Akazien gehen. Da
Da vorne steht die erste, das ist hier sozusagen die letzte. Das ist doch das letzte. Die letzte Akazie. Die ist aber so schön kreblich gewachsen, die mag ich eigentlich sehr gerne. Die ist nicht so schön hier. Die ist so, weiß ich nicht. Einfallslos. Total einfallslos. Und auch viel zu hoch. Viel zu hoch. Ja. Ja, ja. Oh, es wird dunkel. Ja, dann pennen wir gleich hier draußen vor den Toren von Hunsgrab sozusagen. Oh, das geht ja ratzefatze mit der Effizienz Axt. Nur leider hat die keine Haltbarkeit, ne? So, 3 Stück kommen wir erstmal ab. Wir müssen nur aufpassen, dass wir die erste nicht abhauen. Das ist immer wichtig. So. Komm ich nicht ran. Verdammt. Warum nicht? Ist einfach zu hoch. Das ist mir einfach zu hoch, warum ich hier nicht rankomme. So, okay. Ja, hier haben wir schon wieder Setzlinge. Ja. Und da wurde auch geschrieben, wenn man hier das so macht wie wir gerade, also wie ihr, ne? Nicht wie wir, wie ihr, dann kann es sein, dass das Laub zu schnell abgebaut wird mit der Axt, nämlich wenn man das macht und wenn die auch noch Effizienz hat, ist ganz klar, dann ist es zu schnell. So, okay. Hier die beiden bauen wir auch noch ab. Und dann setzen wir hier wieder neue Akazien. Da haben wir ja ein paar von. Nämlich jetzt schon 3. Wunderbar. 3. 1. 2. Also mit den Akazien klappt das wunderbar. Was die so droppen. Aber hier, das ist zum Beispiel wieder total verbuggt. Naja, gut. Kann man nichts machen. Können wir hier unsere Reihe sozusagen erweitern. Bis hier vorne hin. So, und hier kommt noch einer hin. So, wunderbar. Da kommen wir also mal ordentlich an Holz ran. Mit den Schwarzeichen ist es ein bisschen komplizierter. Stellt sich das ein wenig komplizierter dar. So, die lassen wir... hier ist noch ein Klotz drin. Deshalb despawnt der Baum nicht. Okay. So, jetzt sollte es klappen. Und hier müssen wir natürlich dann irgendwie eine zweite Reihe eröffnen. Ja. Und die natürlich immer hier... zwischen die erste Reihe. Also so zumindest grob, ne? Wir sind da nicht so genau. Wir gucken mal nach der Schwarzeiche. Die schwarze Eiche hat... Oh ja, doch. Hier ordentlich gedroppt. Ja, aber seht ihr? 3 Stück. Oh, oh. Ne, 4. 1, 2, 3, 4. So, jetzt noch einer mehr. Wäre ganz nett. Komm. Komm schon. Ah, da. Einer mehr. Tatsächlich. Einer mehr. Okay. Auch hier geht's also langsam voran. So. Setzen wir mal hier hin. Da müssen wir unbedingt mal los und da was machen. Also nochmal ein paar Schwarzeichen sammeln, würde ich sagen. Ich renne gleich nochmal hier hinten hin, sammle die ein. Und ich sage schon mal, liebe Leute, bis zur nächsten Aufnahme. Ich muss jetzt mal schnell hier 2 Folgen aufnehmen, denn sonst hättet ihr nichts zu gucken gehabt und ich nichts zu erzählen. Wir setzen hier nochmal eine zweite Reihe bei den Akazien hin und ihr sollt mal beim nächsten Mal schreiben, was ihr denn gerne als nächstes hättet. Also ich kann an der Pillemann-Villa weiterbauen, ist alles möglich. Wir können auch gleich mal zu unserer Auftragsliste gehen, dann kann ich euch das nochmal zeigen. Das machen wir noch, kriegen wir noch hin in dieser Aufnahme. Denke ich mal, das schaffen wir noch. Ich darf hier nicht zu nah rankommen. Dann stehen sie sich gegenseitig im Wege. So, machen wir ruhig ein bisschen wild verteilen. Nicht, dass das hier alles zu gerade und zu einheitlich ist mit unseren Akazien. Okay, passt auf. Schnell rennen wir mal hier rüber. Hier kommt ja dann irgendwo der Weg durch, ne? Hier zwischen den Akazien. Und vielleicht sollten wir die auch ganz hier rumziehen. Aber da kann man schon fast über die Akazie ins Stadion klettern. So ein kleiner Geheimweg für Leute, die kein Geld bezahlen wollen für die Arena-Kämpfe. So ist das. Solche Leute gibt es. Okay. Wir gucken mal auf unser Schild und gucken mal, was wir als nächstes dann machen. Nachdem wir den Turm beendet haben. Bla bla bla. Ussa. So. Wo ist das Schild? Da. Ich bin dran vorbeigerannt. Oh Gott, oh Gott. Also, das hier hat der liebe Powerplayer für uns hier hingestellt. Also.
Powerplayer dazu bringen, mehr Redstone-Sachen zu bauen, diese Liste weiter ausführen. Okay, das machen wir. Die Statue des Lehmkönigs bauen, das müssen wir auch. Die Halle des Wissens einrichten, die kommt ja da ganz hinten hin. Das können wir machen, Marktstände hier einrichten. Da habe ich schon einen gemacht. Und zwar hier mein erstes Tauschangebot für alle, die hier vorbeikommen. Das sieht dann so aus, Tauschhandel, ne? Leder gegen Schwarzeichensetzlinge. Ich will also Schwarzeichensetzlinge haben. Wenn ihr hier noch eine Idee habt, wie man das besser darstellen kann, man könnte es natürlich alles schreiben und bla bla bla, soll übersichtlich sein. Also ich gebe Leder und will dafür Schwarzeichensetzlinge. Immer links, rechts, ne? So wie man liest. Alles klar. Und so würde ich die Stände alle gerne machen, mit lauter Tauschangeboten. Und dann kann man hier hin und kann zum Beispiel sagen, oh, hier, guck mal, hier ist alles voller Leder. Und dafür will er Schwarzeichensetzlinge, dann gebe ich ihm jetzt dafür halt Schwarzeichensetzlinge. Okay. Das Freilichttheater, das ist dort hinten, auch weitermachen. Schilder für die Liste bauen, okay, das dürfte nicht so schwer sein. Beim Sprung im Brunnen aufpassen ist nicht wirklich eine Aufgabe, das machen wir immer. Hat doch bis jetzt immer super geklappt. Wintermarkt abreißen. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Keine Burner zu mehr haben. Eisenbahn nach Schlangenstein weiterbauen. Was soll ich machen? In der nächsten Folge ist meine Frage an euch. Oder hier das Pillemann-Haus weitermachen. Schreibt es in die Kommentare. Liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen.